Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben, mit der Mod, die Rückkehr. So, wir haben jetzt hier mit ein paar Leuten schon geredet. Ja, das mit dem Elixier ist natürlich echt heftig, da wird später noch einiges kommen. Also das wird nicht einfach werden, an dieses Rezept zu kommen. So, wir können jetzt mal noch eins machen, und zwar gucken, wie viel Rohstahl habe ich denn dabei. Wie gesagt, wir brauchen für diesen, für die Aufgabe mit dem wir brauchen für die Aufgabe mit dem Rohstahl, brauchen wir nämlich 50 Stück. Mich fragt ja keiner. Was mache ich denn hier gerade von Dreck? So, jetzt ist natürlich gerade mitten in der Nacht, deswegen würde ich sagen, zählt sich ja so einiges. Bevor wir hier irgendwas machen, gehen wir am besten mal los und erledigen die große Runde. Okay, das ist natürlich jetzt eigentlich blöd, weil ich eigentlich die Quest noch haben will mit den, wie heißt's? Ach, ich bin nur total aus dem Konzept gerade. Mit den Sumpfkraut. Nein, bitte nicht abstürzen. Gut. Dass wir die Sumpfkrautpflücker da überall hier ansprechen müssen. Und eine Stelle ist halt nur leider genau irgendwo da hinten beim schwarzen Troll an dem großen Fluss. Und da zweimal hinzulaufen ist natürlich echt ätzend. Deswegen schauen wir mal ein bisschen bei den Jägern vorbei, ob wir da schon die eine oder andere Aufgabe jetzt machen können. Ich brauche, glaube ich, Lurkerklauen für den Barem. 5 Stück, 6 habe ich, das heißt, es sollte theoretisch eigentlich reichen. Ach ja, Leute, und heute ist das erste Mal, dass ich noch was weiteres, eine Neuerung habe. Und zwar, ich weigere mich einfach mal hier ein bisschen was zu lesen, vorzulesen. Habe einfach keinen Bock mehr. Deswegen würde ich mal sagen, hört mal hin jetzt. Wie geht es, Reißzahn? Ach. Genauso schlecht wie bisher. Vielleicht braucht die Genesung mehr Zeit. Warten wir noch etwas ab. Ja, das ist natürlich nicht meine Stimme. Das ist jetzt so eine Sprachausgabe, das der erstellt hat aus Text zu Sprache. Erstellt hat da Sprachdateien und es gibt da so ein paar Sprecher und die, so Computersprecher, und die haben das halt. Die sprechen das dann halt. Ist von einem namens, der schreibt sich, glaube ich, weiß es gar nicht mehr. Ich schreibe es auf jeden Fall in die Beschreibung rein, von wem das ist. Ziemlich geil, da muss ich nämlich jetzt nicht selber lesen. Und ich muss sagen, mich stört das eigentlich gar nicht so. Es ist wirklich hammer aufwendig, das Ganze immer zu sprechen. Und ihr habt bestimmt mitgekriegt, wie oft ich mich doch schon versprochen habe. Und ja, es ist einfach total anstrengend. Und naja, ich finde es einfach so viel besser. Deswegen werde ich das auch jetzt so weitermachen, wenn es denn so einwandfrei funktioniert wie bisher. Ich habe die Lurkerklauen für dich. Worauf wartest du denn noch? Gib sie her. Hier hast du sie, sie sind ganz frisch. Sehr gute Arbeit, Kleiner. Jetzt muss ich nicht mehr darüber nachdenken, wo ich sie auftreiben soll. Und hier sind, wie abgesprochen, deine Mine-Kohle-Platten. Ich habe mich übrigens inzwischen an den Namen des Jägers erinnert, der Mine-Kohle-Platten-Rüstungen herstellen kann. Und wer ist das? Sein Name ist Wolf. Sprich mit ihm, vielleicht wird er auch für dich eine solche Rüstung herstellen. Okay, ich werde versuchen, mit ihm darüber zu sprechen. Ja. Warte, ich lese das schnell vor und dann... Warum lässt du dir nicht eine Mine-Kohle-Platten-Rüstung herstellen? Ich habe zu wenig Mine-Kohle-Platten. Für eine Rüstung reicht es einfach nicht aus. Und was hindert dich denn daran, auf die Jagd zu gehen und noch ein paar Platten zu besorgen? Ich kann's nicht machen, Junge. Wer soll denn dann das Lager bewachen? In der Gegend ums Lager herum gibt's ja mehr als genug gefährliche Biester. Wenn man nur kurz nicht aufpasst, gibt es Ärger.
Nein, Kumpel, die Jagd kann ich zurzeit vergessen. Vielleicht kann ich dir helfen. Und wie denn? Naja, zum Beispiel, könnte ich dir eine solche Rüstung besorgen. Ich denke, dass sich Wolf nicht weigern wird, noch ein Exemplar anzufertigen. Junge, das wäre einfach großartig. Wenn du es tatsächlich schaffen solltest, mir eine Mine-Crawler-Plattenrüstung zu besorgen, wird die Belohnung nicht auf sich warten lassen. Darauf hoffe ich sehr. Hier, nimm, das sind alle Mine-Crawler-Platten, die ich noch habe. Leider war das alles, womit ich dir helfen kann. Ich denke mal, für den Anfang wird es ausreichen. Ich habe übrigens gehört, dass eine solche Rüstung, die aus Platten angefertigt ist, die man selbst erbeutet hat, viel besser ist als eine gewöhnliche. Ich weiß zwar nicht, ob das wahr ist oder nicht, aber möglich ist ja alles. Gut, ich werde mir das merken. Ja, natürlich hat dieses Programm mit diesen Gothic-spezifischen Ausdrücken oder Wörtern natürlich seine Probleme. Das wird auch noch ganz, ganz häufig vorkommen, wie zum Beispiel spezielle Namen in Gothic, dass die natürlich falsch ausgesprochen werden, aber ganz ehrlich, ich finde das gerade richtig geil und witzig. Ich werde mein Lachen nicht rausschneiden, denn selbst das ist mir mittlerweile zu viel Arbeit. Es bleibt einfach drin und das wird wahrscheinlich noch ein paar Mal passieren, aber ich finde es halt einfach witzig. Also wer da nicht lacht, der nimmt jetzt echt irgendwas falsch, glaube ich, ja. Da muss man einfach lachen. Aber man muss echt sagen, dass sich der das erstellt hat, hat sich wirklich Mühe gegeben. Das ganze Ding ist auch über 800 Megabyte groß, also ist keine kleine Mod dafür. Ja. Und ich finde, es funktioniert reibungslos. Ja, und ich werde es auf jeden Fall weiter nutzen. So, jetzt werden wir mal... Ach, wir brauchen mit Wolf eigentlich gar nicht sprechen, weil ich habe erst 7 Platten und ich kann, glaube noch gar keine Crawler-Platten ziehen. Deswegen muss ich eigentlich jetzt auch die große Runde laufen. Es sei denn, ich hau mich einfach nochmal kurz hin und hoffe, dass ich nur so 1,5 Stunden penne, damit um 8 Uhr, dass ich diese Krautsammler, dass ich den, oh, wie heißt er denn, Baal Kadar, der mir dann einen Auftrag gibt, dass ich die Quest gleich habe, weil sonst darf ich später echt nochmal hinlaufen. Das ist ein bisschen zu aufwendig. Am liebsten würde ich ja auch den schwarzen Troll gleich auseinandernehmen, aber das, oh, das schaffe ich noch nicht. Das wäre echt Verschwendung von irgendwelchen Ressourcen. Da werde ich einfach, sobald ich eine zweite Monster-Schrumpfenspruchrolle habe, werde ich einfach... Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Werde ich die einfach einsetzen. Oder beziehungsweise die Rune erstmal erstellen, dann kann ich sehr beliebig oft einsetzen. Das hätte ich dir vorher... Wie gesagt, also ich könnte mich schon damit anfreunden, dass ich hier Tempel oder Guru werde. Das ist eine ziemlich geile Sache. Das habe ich auch gesagt. Wenn ihr aber sagt, komm, wir machen einen Nekro, dann machen wir halt auch einen Nekro. Habe ich auch kein Problem damit. Ich habe zwar in meinem Spielstand, wo ich schon ein bisschen weiter bin, habe ich zwar auch schon einen Nekro, aber... Ja, warum denn nicht? Spiele ich es halt nochmal. Das? Na, 7 Uhr... Packen wir noch einmal. Ach, einmal pennen wir noch. Komm, das wird schon hinhauen. Ja, jetzt haben wir halt viel zu lang gepennt, aber auf jeden Fall sind die Leute jetzt auf jeden Fall mal auf. Jetzt muss ich hier wieder meine Rüstung anziehen, meine andere. Nur Iberion und eine Handvoll anderer machten sich auf und gründeten einen Bruderschaft. Ich will mir meine... Hier? Nee. Ziemlich geile Sache mit dieser Sprachausgabe. Ist zwar nicht das Beste, aber wie gesagt, das ist halt jetzt neu. Der Schläfer führte Iberion und seine getreuen Anhänger an diesen Ort. Hier ließen sie sich nieder. Meine Meinung kennst du. Sie arbeiteten ohne Unterlass. Hör auf mit dieser Magiescheiße! Kluges Kerlchen. Was tust du? Ich versuche hier gerade mit meinen Schülern zu meditieren. Wer hat dir beigebracht, die Magie des Schläfers zu wirken?
Niemand. Das war ganz leicht. Du scheinst ein sehr gelehriger Schüler zu sein. Ich werde dich unterrichten. Allerdings nur dann, wenn du einer von uns wirst. Ich will mich eurem Lager anschließen, Meister. Du willst einer unserer Brüder werden? Tritt näher, ich will dich genauer betrachten. E. Du bist noch nicht bereit, dich zu unserem Glauben zu bekennen. Dein Geist ist noch zu schwach dafür. Komm wieder, wenn dein Geist stärker geworden ist. Dann werden wir vielleicht über deine Aufnahme in die Bruderschaft reden. Ja. Der Schläfer erschien vor langer Zeit und gab den Menschen eine Vision. Was meint er da im Klartext damit, mit seinen verwirrenden Worten? Er meint damit, dass ich einen Mana-Wert von 40 brauche. Und dann wird er mir zustimmen. Das ist natürlich gar kein Problem, denn ich brauche einfach nur hier mein Amulett wechseln oder einer von meinen Ringen. Und dann habe ich 40 Mana. Das Lager wuchs heran. Jetzt reden wir aber erstmal mit Baal Kadaver hier. Die dem Ruf des Schläfers gefolgt war. Alles in Ordnung, alter Freund. Okay, er will nicht. Die Visionen wurden deutlicher. Jedoch war die geistige Kraft der Brüder nicht ausreichend für einen Kontakt. Einer der Gurus, ein Alchemist. Ist mein Geist stark genug, Meister? Tritt näher, ich will dich genauer betrachten. Ja, ich spüre eine gewaltige geistige Kraft in dir. Bald wirst du auserwählt werden. Bedeutet dies, dass ich eure Zustimmung für meine Aufnahme in die Bruderschaft erhalten habe, Meister? Das hast du richtig verstanden. Gehe zu Baal Urun und ersuche ihn um eine Novizenrobe unserer Bruderschaft. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Der Glaube ist gewachsen, hat sich gefestigt und wurde weitergetragen. Gut, jetzt hatte ich gerade ein bisschen mehr Mana, nämlich genau über 40. Seit der Gründung des Lagers ist ja viel. Deswegen hat er mich jetzt, hat er das jetzt akzeptiert und hat sich geändert. Stimmt praktisch zu. Dann werde ich jetzt mit ihm reden, mal erstmal eine Eintrittskarte zu Baal Kadar. Weil von ihm kriege ich jetzt das erste Päckchen von dem Sumpfkraut. Was machst du hier? Wir sammeln Sumpfkraut. Nachdem unsere Brüder es verarbeitet haben, kann man es rauchen. Ich würde mich gern eurem Lager anschließen. Kannst du mir dabei helfen? Du willst bei uns mitmachen? Das ist gut. Aber bestimmt hast du schon gemerkt, dass keiner der Gurus mit dir sprechen möchte. Um das zu erreichen, musst du sie beeindrucken. Und wie beeindrucke ich sie? Versuch einfach nützlich zu sein. Danke für den Rat. Warte mal. Ja, ich denke, ich kann dir helfen. Tu mir bitte einen Gefallen. Was soll ich machen? Sei so gut, bring Baal Kadar dieses Sumpfkraut. Wahrscheinlich wartet er bereits darauf. Kannst du das nicht selbst erledigen? Ich hab dir doch gesagt, um die Gurus zu beeindrucken, musst du dich als nützlich erweisen. Verstehst du? Sieh es als deine Chance an, dich vor den Gurus zu beweisen. Na, wenn das so ist. Schön, ich werde ihm das Kraut übergeben. Ausgezeichnet. Lass dir nur nicht so viel Zeit damit. Natürlich meint er mit dem Wort, was er gesagt hat, Kase, meint er natürlich Chance. Ja, wie gesagt, es klappt natürlich nicht alles. Viele wollten seine Zeichen jedoch nicht aber bei sehen, den ganz schlimmsten Versprechern werde ich dann auch geblendet auf jeden Fall eingreifen und das dann berichtigen. Nur Iberion und eine Handvoll anderer. Der Schläfer führte Iberion und seine Getreuen. Sie arbeiteten ohne Unterlass. Okay, irgendwie Tage. Geht das nicht. Irgendwie mag er da nicht hoch. Er kommt nämlich nicht bis ganz oben. Nein! Okay, so klappt das nicht. Und zusammen versuchten sie durch Gebet und Meditation, den Schläfer auf spiritueller Ebene zu treffen. Einer der Gurus,
ein Alchemist, fand einen Weg. Mit Hilfe eines Elixiers aus dem Sekret der Minecrawler, das die Brüder vor dem Gebet einnahmen, wurde es erstmalig möglich, die geistigen Kräfte zu vereinen. Der Glaube ist gewachsen, hat sich gefestigt und wurde weitergetragen. Das gibt doch nur noch mehr. Seit der Gründung des Lagers. Ich bringe die heutige Sumpfkrauternte. Hat sich geändert. Warte, Fremder. Du hast unseren Sumpfkrautsammlern einen Gefallen getan. Warum warst du denn so hilfsbereit? Ich will mich um die Bruderschaft verdient machen, in der Hoffnung, mich euch eines Tages anschließen zu dürfen. Eh. Du willst unserer Bruderschaft beitreten. Das erklärt vieles. Hast du denn schon mit Balorun gesprochen? Ja, ich habe mit ihm gesprochen. Dann weißt du ja bereits, dass die Voraussetzung für deine Aufnahme die Zustimmung aller Gurus unserer Bruderschaft ist. Ja, Meister, das weiß ich. Wie du siehst, bin ich auch ein Guru, weswegen du auch meine Zustimmung für deine Aufnahme benötigst. Und da ich in dir den starken Wunsch verspüre, unserer Bruderschaft beizutreten, kann ich dir meine Zustimmung geben. Dafür musst du nur eine kleine Bitte von mir erfüllen. Aber es geht nicht um mich, es geht um die Bruderschaft. Was kann ich für dich tun, Meister? Ich wiederhole, nicht für mich, sondern für die Bruderschaft. Du weißt sicherlich schon, dass das Rauchen von Sumpfkraut eines der grundlegendsten Merkmale unseres Alltags ist. Leider kann diese wunderschöne Pflanze nicht überall gedeihen. Das Sumpfkraut, welches China und seine Gehilfen in der Nähe des Lagers züchten, kann unseren Bedarf nicht decken. Es gibt aber auch andere Sammlergruppen. Ich möchte, dass du mir ihre Sumpfkrauterträger bringst. Wo finde ich die anderen Sammler? Das kann ich dir nicht genau sagen. Du musst sie selbst finden. Wir haben seit längerer Zeit nichts mehr von ihnen gehört. Ja, es wird nicht einfach sein, sie zu finden. Ich weiß. Du musst aber verstehen, dass es nicht immer leicht und einfach ist, Gutes zu tun. Und wie soll ich die Sammler davon überzeugen, dass du mich schickst? Ganz einfach. Balorun sagte mir, dass du einen Rock unserer Bruderschaft besitzt. Wenn du ihn bei der Begegnung mit unseren Novizen trägst, werden sie dir vertrauen. Da kannst du dir sicher sein. Jetzt geh und komm erst dann wieder zu mir, wenn du die gesamte Ernte hast. Verstehe, Meister. Viel hat sich geändert. Gut. Den Auftrag hätten wir natürlich. Der Schläfer erschien vor langer Zeit. Wer bist du? Mein Name ist Gornatot. Viele wollten und was seine du Zeichen hier? Jedoch nicht sehen. Ich befasse mich mit der Ausbildung der Templer. Und wie läuft die Ausbildung? Nicht schlecht. Aber wir brauchen nach wie vor mehr Leute. Und das auch ungeachtet dessen, dass sich Bald Harwitz dauerhaft in der Stadt aufhält und versucht, Menschen zu finden, die eines Beitritts zu unserem Glauben würdig sind. Aber die Mehrheit derer, die er in das Lager bringt, sind so gut wie unbrauchbar. Sie können nicht einmal ein Schwert in der Hand halten, geschweige denn etwas anderes. Dennoch freuen wir uns natürlich über neue Novizen, denn jeder neue Anhänger stärkt unseren Glauben. Ich will mich euch anschließen. Ja, Junge, frech genug bist du schon. Denkst du etwa, wir nehmen jeden auf, der darum bittet? Verbring doch zuerst eine Weile im Lager, dann sehen wir weiter. Jedoch war die geistige Kraft der Brüder nicht ausreichend für einen Kontakt. So, okay. Man muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Hey! Wer bist du? Mein Name ist Guanakos. Ich bin der beste Krieger der Bruderschaft. Hast du sonst noch Fragen? Ja, habe ich. Wie kann ich solch eine Rüstung bekommen, wie du sie trägst? Ha! Zuerst musst du einer von uns werden, nur dann wird dir die Ehre zuteil, die Rüstung der Templer zu tragen. Und lass mich dir noch eines sagen, Mann, nur mit leerem Geschwätz kannst du hier nichts erreichen. Und wie ist das so, Templer zu sein? Es ist eine große Ehre, aber auch eine enorme Verantwortung. Wir kämpfen im Namen unserer Bruderschaft
und sind bereit, unser Leben für unsere Ideen zu opfern, wenn es erforderlich sein sollte. Nur erfahrene Kämpfer, die einen starken Glauben haben, können diesen Weg beschreiten. Was machst du hier? Ich trainiere die Kämpfer der Bruderschaft. In Abwesenheit unseres Meisters Koranta erfülle ich dessen Pflichten in der Bruderschaft. Den müssen wir später auch. Aber ich habe die Hoffnung noch nicht verloren, dass er eines Tages zu uns zurückkehren wird. Das hoffen wir alle von ganzem Herzen. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Kannst du mich als Kämpfer der Bruderschaft aufnehmen? Für den Anfang musst du zu einem unserer Brüder werden. Sprich mit Balorun, er wird dir dabei helfen. Zur gleichen Zeit machten sich Novizen auf in die Lager, die Worte des Schläfers zu predigen, um mehr Ungläubige von der Wahrheit zu überzeugen. Ich bin neu hier. Wer bist du? Mein Name ist Gor Navid. Sag mir, könnt ihr noch zuverlässige Leute gebrauchen? Zuverlässige Leute werden immer benötigt. Aber du wirst dich dann wirklich ins Zeug legen müssen. Nur die Besten der Besten können zum Templer aufsteigen. Dies ist die höchste Ehre für einen Anhänger unserer Bruderschaft. Ich möchte auch ein Templer werden, so wie du. Weißt du überhaupt, worauf ich alles verzichten musste, bevor ich zum Hüter des Friedens der Auserwählten erhoben wurde? Glaube nicht, dass du einfach ohne Umstände an diese Position gelangen und gebührend Ehre und Respekt erhalten wirst. Bevor wir darüber reden, musst du erst ein wenig über unsere Lehre erfahren. Es wird einige Zeit dauern und deinen Eifer möglicherweise beträchtlich schmälern. Unterlass. Tage, Wochen, Monate. Und das Lager wuchs heran. Ja, mehr gut. Männer kamen. Wir haben jetzt mit jedem geredet. Dem Ruf des dann machen wir uns mal langsam auf, die ganzen Aufgaben auch zu erfüllen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Gothic 2, die Nacht des Raben. Mit der Mond. Die Rückkehr.